Heimat, das ist nicht nur der Ort, wo du geboren bist. Die wahre Heimat, das ist die Erde, die dich auch über Entfernung hinweg zu töten vermag, was dem Verhalten einer Mutter ähnelt, die ihr erwachsenes Kind langsam und unaufhaltsam umbringt, indem sie es bei sich hält und all seine Bewegungen und Gedanken durch die eigene, alles verhüllende Gegenwart bindet. Eddie schaute auf ihr Smartphone, legte es mit dem blinkenden Display nach unten aufs Sofakissen und blätterte weiter in dem Buch. Die Feldstudien über ukrainischen Sex waren nur noch antiquarisch zu kriegen gewesen, und je länger sie darin las, desto konfuser machte sie der Band, dessen Umschlag behauptete, es handele sich um einen Roman. Der Gulag ist da, wo dir eine leere Wodkaflasche zwischen die Beine fährt, und danach sieht man sich wieder. Sie war sich nicht sicher, wie sie Sätze wie diese verstehen sollte. Der dünne Einband zeigte zwei Matröschkas. Die eine, die mit den weiblichen Attributen, lehnte am rundlichen Bauch der anderen, der mit dem Schnurrbart. Sie hatte eine Taschenbuchausgabe aufgetrieben, deshalb gab es kein Foto der Autorin, und der Text selbst war eine absatzlose Bleiwüste an Beschimpfungen in alle Himmelsrichtungen. Keiner kam gut weg. Nicht die Amerikaner, unter denen die Ich-Erzählerin lebte, nicht die Ukrainer, zu denen sie sich zählte, logischerweise nicht die Russen und auch nicht die Juden. Klar, warum sollten die je irgendwo gut wegkommen? Ursprünglich hatte Eddie gedacht, sie könnte nach Kiew reisen und die wichtigste Schriftstellerin der heutigen Ukraine, wie es in der Vita hieß, interviewen und das als Dienstreise verbuchen. Schon im Sommer, als es noch ein paar Wochen hin war bis zur Wahl, hatte ihr die Redaktion im Nacken gesessen, sie solle doch etwas zu ihren Leuten machen. Sie könne sich endlich beweisen, ein eigenes Profil entwickeln, eine Nische für sich beanspruchen. Der Begriff Unique Selling Point war gefallen, spätestens ab da war Eddie schlecht bei dem Thema. Sie war sich ohnehin nicht sicher, ob sie nach ihrem Volontariat überhaupt eine Chance auf eine Festanstellung als Journalistin hatte oder ob sie nur Lückenfüller war. Aber selbst wenn, einen Flug in die Ukraine bezahlt zu bekommen und dort herumzureisen, war ihr nicht als die schlechteste aller Optionen erschienen. Allerdings hatte sich schnell herausgestellt, dass die Redaktion von ihr nicht die Beschäftigung mit ukrainischer Kultur erwartete, sondern eine Reportage über ihre Leute in den neuen Bundesländern. Kontingentflüchtlinge, Nachzügler, Frühaussiedler, Spätaussiedler, Totalaussiedler, Wolgadeutsche, Russlanddeutsche, Juden mit Davidstern um den Hals, Juden mit Jesuskreuz um den Hals, armenische Juden, tscherkessische Juden, Kasachendeutsche mit jüdischen Haustieren. Ein beträchtlicher Teil dieser Mitsprache hatte gerade ihre Stimme einer rechtspopulistischen Partei gegeben, und Eddie sollte die gemeinsame Muttersprache als Köder auswerfen, um diese Menschen vor das Aufnahmegerät zu bekommen. Unlängst hatte es in der Redaktionssitzung geheißen, Eddie solle auch mal was zu der Situation sagen, geht dich doch auch was an. Ja, natürlich ging es Eddie was an, aber was genau? Sie wollte Journalistin werden, um vorzugsweise in den Westen zu reisen. Die USA interessierten sie, der ganze südamerikanische Kontinent auch. Darauf wollte sie sich spezialisieren, aber das kümmerte die Arbeitskollegen wenig. Haben Sie nicht auch Verwandte dort, in der ehemaligen UdSSR? Käme sie nicht aus? Ja, sie käme aus.